Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Heute nehmen wir Sie mit in die Welt der Wissenschaft, denn unser Gast ist die Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt, Professor Birgitta Wolf. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Professor Wolf, die Goethe-Universität ist eine Stiftungsuniversität. Können Sie unseren Zuschauern ganz kurz erklären, was das konkret bedeutet? Sie ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Das heißt, wir sind immer noch im öffentlichen Sektor. Wir können auch immer noch Dienstherrin von Beamten sein, ganz wichtig, um deutsche Professoren rekrutieren zu können. Wir sind aber definitiv auch von der Rechtsform nicht und von der Finanzstruktur schon gar nicht eine private Universität. Wir haben aber gewisse Eigenständigkeiten, die wir vorher nicht hatten. Wir sind keine sozusagen normale Landesbehörde, sondern dadurch, dass wir diese eigene Rechtspersönlichkeit haben, können wir bestimmte Dinge tun, konnten sie eher tun als andere. Sagen Sie, welche bestimmten Dinge? Ganz wichtig für die Entwicklung der Goethe-Universität war die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr eigenständig nicht nur inhaltliche Entscheidungen über Studienprogramme und Forschung, sondern auch Personalentscheidungen fällen zu können. Der Dreh- und Angelpunkt einer Universität sind die Köpfe. Und durch den Status als Stiftungsuniversität haben wir die Möglichkeit, sehr flexibel zu verhandeln. Wir haben zum Teil auch Zugang zu Mitteln, die wir eben dadurch leichter einwerben können, dass wir Stiftungsuniversität sind. Und das hilft uns manchmal, besonders kluge Köpfe nach Frankfurt zu locken. Und bei der staatlichen Universität redet immer das Ministerium mit? Inzwischen nicht mehr, aber früher war das so. In einigen Bundesländern ist das jetzt noch so, dass auch die Ernennungsurkunden vom zuständigen Minister oder von der zuständigen Ministerin überreicht werden, dass auch die Verhandlungen noch zumindest teilweise in den Ministerien geführt werden. Das ist bei uns schon lange nicht mehr. Und wie unterscheidet sich auf der anderen Seite die Goethe-Universität von einer, sagen wir, amerikanischen Privatuniversität? Vor allem durch die Finanzrelationen. Also wenn Sie sich unser Budget anschauen und dann das von Stanford, wenn Sie sich die Betreuungsrelationen anschauen, wir sind so bei 1 zu 70 im Schnitt, die bei 1 zu 12, 1 zu 15, wenn es hochkommt, 1 zu 20. Ein Lehrender auf 20 Studierende. Oder auch die Lehrbelastung. Ich war ja selber zeitweise in den USA. Da ist es üblich, dass man etwa 3 Kurse pro Jahr unterrichtet, mit Studierendenzahlen in der Größenordnung 20 bis 30 teilweise. Wenn die Kurse größer werden, gibt es gleich Co-Teaching und man macht das nicht mehr alleine. Und in Deutschland unterrichtet man ungefähr 8 Semesterwochenstunden. Das sind 4 Kurse pro Semester. Davon gibt es 2 im Jahr. Und die Kurse sind ja zum Teil exorbitant groß. Bei den Wirtschaftswissenschaftlern haben Sie da Hunderte von Studierenden. Sie waren in Harvard und an der Georgetown University, haben dort gelehrt und geforscht. Wie hat der Aufenthalt in Amerika Sie verändert, Ihren Blick auf Universitäten verändert? Also in Harvard habe ich nicht gelehrt. Da hatte ich ein Postdoc-Fellowship. Das war sehr schön. Das war so in der frühen Phase der Arbeit an meiner Habilitation. Gab es damals noch. Ist eine aussterbende Spezies. Aber für mich war das sehr faszinierend, eben auch nochmal so ein größeres Projekt angehen zu können und nochmal ein richtiges Buch zu schreiben. Ich war da in einem total interdisziplinären Umfeld. Und das ist auch für mich die wichtigste Botschaft, die ich aus Harvard mitgebracht habe. Interdisziplinarität ist überhaupt kein Problem, wenn alle sozusagen in ihren Disziplinen erstklassig sind. Dazu gehört nämlich, dass man automatisch auch die Basics vieler anderer Disziplinen kennt und man hat dann die nötige Gelassenheit, dass man nicht irgendwelche Claims abstecken und verteidigen muss, sondern ganz entspannt mit den anderen redet und sich freut, dass dann im Diskurs sowas entsteht wie ein Szenario aus Popperschen Scheinwerfern. Ja, jeder leuchtet eine Seite aus und am Ende hat man eben ein 3D-Bild und nicht nur die Fassade. Ich habe ein Jahr in Amerika studiert und war begeistert von der Effektivität der Verwaltung und von dem pädagogischen Eros der Professoren und kam dann zurück nach Deutschland und war wie im Schock. Können Sie das nachvollziehen aufgrund Ihrer Erfahrung? Das kann ich nachvollziehen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass wenn man eben nicht 3 Kurse pro Jahr mit überschaubaren Studierendenzahlen betreut, sondern 8 oder manchmal noch mehr Kurse pro Jahr mit Hunderten von Studierenden, dass einfach so die innere Begeisterung und auch die Fähigkeit, sich auf jeden einzelnen Studierenden einzustellen, einfach leidet. Und wir haben noch gar nicht gesprochen von den Gebühren, die so eine amerikanische Universität nehmen kann. Das geht bis $40.000 oder so.
Sind Sie, by the way, für Gebühren an deutschen Unis? Ich bin für eine differenzierte Diskussion. Ich glaube, dass große Teile von Bildung genuin die Eigenschaft öffentlicher Güter erfüllen, in dem Sinne, dass es in meinem Interesse ist, dass Sie was wissen. Das gilt im Bereich elementarer Bildung, was weiß ich, für das Wissen um die Bedeutung einer roten Ampel. Es ist in meinem Interesse, dass Sie wissen, was eine rote Ampel ist. Es ist in meinem Interesse, dass Sie lesen und schreiben können. Und es gibt dann aber Abstufungen dieses öffentlichen Gutcharakters von Bildung. Wenn wir über englischsprachige MBA-Programme in irgendeinem Weiterbildungssetting reden, bin ich nicht mehr der Meinung, dass man dafür keine Studiengebühren nehmen kann. Da gibt es unmittelbare Einkommenseffekte für die Beteiligten. Es gibt Vorteile für die Firmen, die vielleicht ihre Mitarbeitenden in so ein Programm schicken. Ich finde, die können sich an den Kosten beteiligen. Insofern finde ich, ist die Frage nach Studiengebühren nicht mit Ja oder Nein, sondern mit Wenn nicht primär öffentliches Gut, dann durchaus Kostenbeteiligung differenziert zu beantworten. Sie waren Gastprofessorin unter anderem auf Kuba, in Brasilien und in China. Was können deutsche Unis von diesen drei Ländern lernen? Zum Teil Leidenschaft für Bildung. Und wo haben Sie die vor allem gefunden? In Kuba? In Kuba. Ja. Das war extrem, wie die an unseren Lippen geklebt haben, wie die auch um den eigentlichen Stoff, wie das so schön heißt, drumherum, so viel wissen wollten. Nun ist Kuba auch ein Land, in dem es nach wie vor, und als ich da war, sowieso noch relativ schwierig war, mal rauszukommen, überhaupt Nachrichten zu bekommen. Das war ein ganz anderes Lehren und auch selber lernen, als in diesem saturierten Setting, das wir doch in Europa weitgehend haben. Und auch in Brasilien und China? Also in Brasilien war ich an einer sehr renommierten Business School. Das war schon sehr internationaler Standard. Da waren das eigentlich so Business School Studenten, wie man die überall trifft, sehr interessiert, selbstbewusst, praxiserfahren. Das weiß man nicht so genau. Also, aber wahrscheinlich schon auch persönlich finanziell gut abgesichert, ebenso Rising Stars der Management-Szene. Und in China war das Bild sehr divers, also macht es einen riesen Unterschied, ob Sie an der Tsinghua University sind oder in irgendeiner Provinzuniversität. Ich war an mehreren und insbesondere so zu Beginn dieses Jahrtausends sah es auch gerade in den Provinzen noch sehr, sehr anders aus als an den Top-Universitäten in den großen Städten. Die sind wirklich, wirklich top, auch nach internationalen Standards. Die haben ganz viele Profs, die haben die gleichen Abschlüsse wie wir, also was weiß ich, amerikanische, europäische PhDs. Die haben neben ihrer Professur an ihrer chinesischen Hochschule weiterhin die Affiliations mit ihren PhD-Alma-Maters. Also das ist eine internationale Wissenschaftscommunity, die wirklich global aufgestellt ist. Nun unterstellt man uns Deutschen ja immer besonderen Fleiß. Können Sie das aufgrund Ihrer Erfahrungen in anderen Ländern nachvollziehen? Stimmt das? Sind deutsche Studenten fleißiger als andere? Es ist sehr unterschiedlich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich glaube durchaus, dass zumindest ein gewisser formaler Fleiß auch angestachelt wird durch Studiengebühren. Und insofern sind unsere Studierenden in Deutschland grundsätzlich ein bisschen entspannter, viele. Ja, die wissen eben nicht, dass nicht, wenn sie bis zu einem Zeitpunkt X nicht fertig werden, es einfach noch mal teurer wird. Und ich glaube schon, dass das Menschen unter Druck setzt. Das kann man positiv sehen. Es führt aber auch dazu, dass eine gewisse Gelassenheit, die für wissenschaftliches Arbeiten, freies Denken hilfreich ist, vielleicht dann auch untergeht. Sprechen wir noch ein bisschen über Sie. Sie stammen aus Warendorf, der Pferdestadt. Haben Sie eine Beziehung zu Pferden? Ich bin mit Ponys und Pferden und Reitern aufgewachsen. Ich habe auch jetzt noch zwei Pferde. Tatsächlich? Ja, die sind auch noch in der Nähe von Warendorf in meinem Elternhaus beziehungsweise auf den Weiden drumherum mit ihren Freunden und anderen Vierbeinern und leben hoffentlich glücklich und zufrieden, auch während ich sie nicht betüdeln kann. Sie haben sich dann für das Fach der Ökonomie entschieden. Warum? Warum nicht Sprachen, Jura oder? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte nach dem Abitur oder während der Oberstufe eigentlich solche Ambitionen. Ich hatte Geschichte als Leistungskurs, fand das total klasse. Ich habe unglaublich viel gelesen und dachte, ich studiere dann auch sowas, so Geschichte, Literatur, Philosophie. Den Zahn hat mir mein Großvater gezogen. Der hat gesagt, Kind, mach erstmal was Vernünftiges, was Anständiges. Eine Banklehre. Damals war das dann noch eine Banklehre, könnte man heute auch anders interpretieren. Und ich hatte während der Banklehre wirklich ganz, ganz tolle Chefin. Die haben so gemerkt, dass ich einerseits an diesen ökonomischen Themen wirklich Interesse hatte. Und es ist ja auch völlig faszinierend. Andererseits aber ein
damals normales BWL-Studium an einer deutschen Massenuni einfach nichts für mich gewesen wäre. Ich habe mir das angeguckt und ich habe dann von meiner Chefin in der Bank den Tipp gekriegt, Frau Wolf, da ist gerade in Wittenherdecke was Neues gegründet worden. Die haben letztes Jahr angefangen, hier haben sie eine Telefonnummer von einem ehemaligen Azubi von uns, der ist da jetzt, rufen Sie den doch mal an. Ja, und daraus hat sich ergeben, dass ich da mal hingefahren bin, mir angeguckt habe, wie funktioniert Studium da. Es war noch sehr in den Kinderschuhen, Motto, wir organisieren unser Studium selbst. Mhm. Jedenfalls habe ich mich beworben, die haben mich angenommen und dadurch hatte ich wirklich so das Studienerlebnis einer neuen Universität in den ersten Jahren. Ein bisschen amerikanisch beinahe, oder? Naja, in den USA ist dieser Service-Gedanke schon sehr stark. Das gab es nun in Wittenherdecke überhaupt nicht. Also es wurde erwartet, Studierende sind aktiv und studieren eben selber. Und das ging so weit, dass wir zum Teil auch Dozenten vorgeschlagen haben, wenn wir den Eindruck hatten, da läuft irgendein Fach noch nicht rund, da fehlt irgendwas. Es war wirklich Trial and Error und ein ganz anderes Studienerlebnis mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich habe davon extrem profitiert, war dann aber auch froh, dass ich dann nach dem Diplom die Gelegenheit hatte, eine sehr, sehr gute deutsche große Massenuni mal von innen zu erleben und da auch fachliche Lücken noch füllen zu können und einfach das normale deutsche Studienerlebnis dann eben auch noch haben zu können. Sie haben sich über ein Thema habilitiert, von dem Nicht-Ökonomen keinen blassen Schimmer haben dürften, nämlich anreizkompatible Reorganisation von Unternehmen. Können Sie schlichten Gemütern wie uns das mal erklären? Ja, also dieses neudeutsche Wort Change Management ist in aller Munde und wir wissen ganz häufig, dass wir Dinge ändern müssten. Wir wissen häufig sogar ungefähr, was wir ändern müssten. Und Ausgangsfragestellung meiner Habil war dann, warum machen wir das dann nicht? Und wenn Sie das analysieren, kommen Sie auf im Wesentlichen zwei Arten von Barrieren. Das eine ist, dass Leute nicht wissen, dass sie sich selber schaden, wenn sie auf dem alten Status quo beharren, also Informations- und Kommunikationsdefizite. Und der zweite Grund, und der ist mindestens genauso spannend, das sind so Anreizverkeilungen. Also ich weiß zwar, dass es für uns alle besser wäre, aber ich habe kurzfristig persönlich zu befürchten, dass ich für mich etwas verliere. Und da geht es dann um die Frage der anreizkompatiblen Gestaltung von Veränderungsprozessen. Wie kann ich Akteuren, wie kann ich Teilhabern die Angst nehmen, dass sie persönlich verlieren? Und solange der Kuchen, den wir ja gemeinsam backen wollen, insgesamt größer wird, gibt es theoretisch immer Verteilungsmechanismen, die so gestaltet werden können, dass der Einzelne zumindest nicht massiv verliert im Vergleich zu dem späteren Status quo, wenn man nichts ändern würde. Mhm. Wie nah sind solche wissenschaftlichen Arbeiten an der Wirklichkeit? Kann ein Unternehmer, der Ihr Buch liest, Nutzen daraus für seine Praxis beziehen? Ich glaube schon. Also ich habe vieles daraus auch in meinen Lehrveranstaltungen später an den unterschiedlichen Universitäten ausprobiert. Schon als ich diese Modelle gebastelt habe in Kursen in München, auch in Georgetown damals und in Magdeburg sowieso. Ich glaube, da kann man sehr viel drüber lernen. Und mir hilft es auch sehr. Das ist so eine Orientierung. Immer wenn ich merke, es klemmt irgendwo, dann frage ich mich immer, haben wir jetzt ein Informations- und Kommunikationsproblem oder hat da einer Angst, irgendwas zu verlieren? Und je nachdem, was die Ursache ist, müssen Sie ja dann das Maßnahmenbündel auch gestalten. Und es hilft überhaupt nichts, wenn Sie sich zu Tode reden. Wenn einer einfach Angst hat, was zu verlieren, dann müssen Sie eben was bieten, das ihm diese Angst nimmt und aufhören zu reden im Zweifelsfall. Und umgekehrt, wenn jemand einfach noch nicht wirklich verstanden hat, was ist die Story, die wir da erzählen, was ist genau die zukünftige Vision, was bedeutet das für ihn oder sie persönlich, dann muss man eben besser und intensiver kommunizieren. 14 Jahre lang waren Sie Professorin in Magdeburg. Magdeburg. Das lernt man dann. Magdeburg, okay. In 14 Jahren, manche wieder auch schon. Wieder was gelernt, ja. Wie lebt es sich da in Magdeburg? Gut. Also gerade im Kontrast zum Rhein-Main-Gebiet, fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Als ich dann eben nach Stationen in München und Washington D.C. nach Magdeburg kam, konnte ich gar nicht glauben, für wie faire Preise man dort fantastische Wohnungen mieten, kaufen oder sonst wie nutzen kann, auch Häuser. Es gibt ganz viel Platz, man kann auch spontan mal ins Theater gehen, ohne das ein halbes Jahr vorher planen zu müssen. Die Tickets sind erschwinglich. Das habe ich nicht in guter Erinnerung. Das war aber eine Ausnahme. Also, ich habe da viele gute Erinnerungen. Und Sie können nach dem Theater auch noch spontan beim Italiener schräg gegenüber was essen gehen, ohne auch den Tisch ein halbes Jahr vorher reserviert zu haben. Also es hat schon auch seine Stärken, in einem vermeintlich strukturschwachen Gebiet zu wohnen.
Sie gingen dann 2010 in die Politik, wurden 2011 in Sachsen-Anhalt Ministerin für Wissenschaft und Wirtschaft. Zwei Fragen. Das ist ein merkwürdiger Ressortzuschnitt, Wissenschaft und Wirtschaft. Ist mir sonst noch nirgendwo begegnet. Und zweitens, was hat Sie daran gereizt, von der Wissenschaft in die Politik zu gehen? Ja, auch, ich meine, eine Sache war sicher, dass ich eigentlich immer schon mich auch für Politik interessiert habe. Also wenn man sich für Wirtschaft interessiert, interessiert man sich normalerweise auch für Politik, weil Wirtschaft als Teil der Gesellschaft so eng mit Politik verwoben ist. Die ganzen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln kommen eben aus der Politik. Und ich denke halt immer, wenn man am Stammtisch immer eine Meinung hat, dann soll man, wenn man die Gelegenheit geboten bekommt, aus dieser Meinung auch mal irgendwas zu machen, die Gelegenheit auch nutzen. Und als der damalige Ministerpräsident Wolfgang Böhmer morgens um 8 bei mir anrief, ich war froh, dass ich ausnahmsweise mal so früh da war, habe ich zwar nicht spontan Ja gesagt, aber nach kurzen Beratungen mit Menschen, denen ich vertraut habe, habe ich dann doch die Gelegenheit wahrgenommen. Und zunächst sollten es nur 10 Monate sein, das Ende einer laufenden Legislaturperiode. Mein Vorgänger wollte unbedingt Präsident der Humboldt-Universität werden. Und ich hatte gerade ein Forschungssemester. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, ich lasse jetzt Studierende irgendwie hängen, wenn ich einfach so einen kurzfristigen Wechsel mache. Und aus den 10 Monaten sind dann eben knapp 3 Jahre geworden, weil in Sachsen-Anhalt was passiert ist, was selten passiert. Da ist nämlich eine schwarz-rote Koalition wiedergewählt worden. Und ich habe dann eben in das von Ihnen genannte Ressort gewechselt. Zunächst hatte ich das Kultusministerium übernommen. Das ist eine tolle Kombination Wissenschaft, Schulen und Kultur. Also wirklich nicht nur was für den Kopf, sondern auch für die Seele. Und dann gab es aber eben durch diese Koalitionsverhandlungen, die dann immer so stattfinden, eine neue Ressortgruppierung. Und mir wurde dann angeboten, die Ressorts Wirtschaft, insbesondere Wirtschafts- und Innovationsförderung und Wissenschaft zu übernehmen. Und an der Wissenschaft hängt ja ohnehin mein Herz. Wirtschaft ist auch Heimspiel fachlich und auch vom Interesse her. Und in Sachsen-Anhalt war damals klar, Wirtschaftsförderung muss eigentlich Innovationsförderung sein. Die Herausforderung ist, wissensintensivere Arbeitsplätze zu fördern, nicht mehr verlängerte Werkbänke mit Mindestlohnarbeitsplätzen. Den Mindestlohn gab es damals noch gar nicht. Und wenn man das intelligent umsteuern will, ist schon wichtig, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzudenken. Das ist im Moment wirklich auch bundesweit Trend, wenn Sie sich anschauen, was so im Hightech-Forum in Berlin diskutiert wird. Es geht immer um die engere Verzahnung von Wissensproduzenten mit Wissensnutzern, wenn Sie so wollen. Und da haben die Hochschulen, die Universitäten eine Schlüsselposition. Aber das, die andere Seite dieses Interfaces sind eben Unternehmen. Ja? Und das zusammenzudenken ist ziemlich faszinierend. Und da können Sie auch über veränderte Spielregeln, Anreize in der Wirtschaftsförderung dafür sorgen, dass es für Unternehmen und Hochschulen attraktiver wird, sich zusammenzutun, weil nämlich zum Beispiel die Fördermittelvergabe an bestimmte Kooperationen gekoppelt werden kann. 2013 wurden Sie dann als Ministerin entlassen oder Sie haben den Bettel hingeworfen, je nach Sichtweise. Unsere Zeitung schrieb damals über Sie mit 35 Professorinnen, mit 44 Ministerinnen. Dann kam der Absturz. Haben Sie das auch als Absturz empfunden? Ich bin zumindest sehr, sehr weich gefallen. Also es war ja wirklich so, ich bin rausgeflogen. Ich war bei einem wichtigen Termin im Süden Sachsen-Anhalts am Geiseltalsee. Das ist so ein Bergbaurestloch, was umgestaltet werden soll in Freizeitsee. Das klemmte damals alles aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Jedenfalls war das eine heiße Mission und dann wurde ich rausgerufen für einen Anruf, dem der MP mir sagte, ich werde gleich deine Entlassung bekannt geben und deinen Nachfolger vorstellen. Und habe ich gesagt, ja, ihr könnt auch noch warten. In 2 Stunden kann ich wieder da oben sein. Ich setze mich auch gerne dazu, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger peinlich. Also es war schon eine komische Aktion und mir war schon klar, dass er das möglicherweise auch noch geschickter hätte machen können. Aber ich habe das selbstverständlich akzeptiert. Das ist sein Recht und das sind befristete Jobs. Und die Frist kann eben auch noch kürzer ausfallen. Und in gewisser Weise war es auch eine unglaubliche Befreiung, weil in so einem Amt hat man natürlich wirklich auch echt harte Nüsse zu knacken. Man steht unter ständiger Beobachtung. Und als ich zurückkam an diesem Freitag, Spätnachmittag in mein Ministerium, habe ich also so viel Support von meiner Mannschaft gespürt. Erwachsene Männer standen da und haben geweint. Die waren alle fassungslos. Das kann der doch nicht machen. Wo wir auf einem auch inhaltlich eigentlich sehr guten Weg waren, um diese Idee der Wissensintensität in der Wirtschaft voranzubringen. Aber es haben alle akzeptiert. Ich habe dann am nächsten Tag mit meinem Nachfolger telefoniert und ihm angeboten, wir können doch am Montag zusammen eine Mitarbeiterbesprechung machen für das ganze Ministerium und eine ordentliche Amtsübergabe organisieren. Der war völlig überrascht, dass ich das
so konstruktiv gesehen habe. Aber ich fand, das war selbstverständlich. Es war dann auch sehr, sehr gut und konstruktiv, die Mitarbeitenden, die waren auch total lieb. Und zu meinem Nachfolger habe ich auch immer einen guten Draht gehabt. Das war immer nett, wenn wir uns getroffen haben. Und den Rest der Mannschaft, die Staatssekretärin und den Staatssekretär, die kannte ich ja eh sehr eng, die hatte ich geholt. Und viele andere von der Mannschaft auch. Ist bis heute ein guter Draht. Als Universitätsprofessorin, Präsidentin, Entschuldigung, sind Sie dann zu Neuen Ufern aufgebrochen? Kannten Sie Frankfurt, die Frankfurter Goethe-Universität eigentlich? Ein bisschen. Also erstens beobachtet man als Mitglied der Wissenschaftscommunity selbstverständlich auch die anderen Universitäten, gerade die großen. Man weiß auch, wie die eigene Fakultät, also die in der eigenen Disziplin sich so entwickelt. Und mein Bruder hatte in den 90er Jahren auch in Frankfurt studiert, Medizin. Und dadurch haben wir natürlich auch einiges mitgekriegt, wie das da so läuft. Und also insofern war Frankfurt kein ganz unbekannter Standort. Und ein Zweig meiner Familie wohnt auch hier. Insofern gibt es da auch hin und wieder Familienfeiern sogar hier in Frankfurt. Das ist kein unknown territory. Mit welchem Bild von der Stadt Frankfurt sind Sie hergekommen? Und wie unterscheidet sich dieses Bild heute? Also das Bild aus den 90er Jahren, so Junkies auf dem Campus, das stimmt überhaupt nicht mehr. Mhm. Frankfurt hat sich fantastisch entwickelt, hat sich auch emanzipiert von dem doch relativ monothematischen Image der Banken- oder Bankerstadt. Aus den Bankern sind ja zum Teil auch Bankenregulierer geworden und ebenso viel, wie es Finanzleute gibt, gibt es inzwischen auch Studierende, Lehrende, Leute, die sich mit tertiärer Bildung befassen. Es gibt eine fantastische Kulturlandschaft. Also ich glaube, das spricht sich unter vielen rum, dass Frankfurt nicht diese schnöde Bankerstadt ist, sondern wirklich eine unglaublich reiche Stadt. Und ich finde immer das Motto Wissensstadt ganz schön, weil das fasst wirklich jede Art von Expertise zusammen und Wissenschaft und Bildung gehören dann eben auch dazu. Der Mensch vergleicht sich ja gerne oder misst gerne das eine am anderen. Wo sehen Sie die Goethe-Universität im Vergleich oder im Wettbewerb mit anderen deutschen Universitäten? Ja, also wir sind fast so groß wie die anderen beiden sehr, sehr großen deutschen Unis. Das sind die LMU in München und die Kölner Universität. Wir sind ein bisschen anders als die, weil wir durch unsere Tradition als Bürgeruniversität, glaube ich, ein etwas anderes Selbstverständnis haben. Also das hat historische Gründe. Wir sind ja keine obrigkeitliche Gründung gewesen, sondern eine Universität aus dem Kreis Münchener Händler, Industrieller, Banker. Und insofern schon ein Reflex auf ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis nach einer bestimmten Art von Wissenschaft und Bildung, die es eben unabhängig von irgendwelchen Fürstenhäusern oder Königshäusern gab. Und das ist auch heute wieder eine Steilvorlage für uns. Wir versuchen ja seit etlichen Jahren, uns verstärkt wieder der Stadt zuzuwenden und das funktioniert auch zunehmend gut und die Stadt nimmt uns auch zunehmend wieder an. Ich habe gehört, wir hätten in vielen Frankfurter Kreisen lange als der Hort der Steineschmeißer und Krawallmacher gegolten, aber wir wollen Diskurspartner sein. Wir wollen mit der Gesellschaft gemeinsam rausfinden, was sind denn die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, und dann ziehen wir uns mal zurück in unseren Elfenbeinturm, forschen daran, gehen aber dann auch wieder immer raus in die Gesellschaft, um unsere Zwischenergebnisse und Ergebnisse dann wieder mit der Gesellschaft zu spiegeln und zu diskutieren. Und wir wollen wirklich eng mit unserem Umfeld Wissenschaft betreiben. Das bezieht sich auf die Lehre sowieso, aber auf die Forschung auch. Wir nennen das seit letztem Jahr auch offiziell Third Mission, also Forschung, Lehre als die erste und zweite Mission und Third Mission, also diese Art der Interaktion, die symbiotisch an Lehre und Forschung auch hängt, ist wirklich Teil unserer Strategie. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von anderen, wobei die anderen so ein bisschen jetzt so nachziehen, weil sie die Idee auch ganz gut finden. 46.500 Studenten, rund 6.000 Professoren. Ja, das wäre schön. 600, Entschuldigung. Eine Nullstreich. Entschuldigung. 600 Professoren, 46.500 Studierende. Das ist ja irgendwie auch ein Koloss. Sind Sie zufrieden mit der Effektivität der Verwaltung und der Begeisterung der Profs? Also wichtig ist nicht zu vergessen, dass wir außer den knapp 600 Profs und den vielen Studierenden natürlich noch viel mehr Mitarbeitende haben, sowohl in der Lehre als auch technisch-administrative. Das sind Tausende und viele sagen, die stemmen so die eigentliche Grundlast. Also ohne den sogenannten Mittelbau würde nichts funktionieren. Stichwort Verwaltung.
Also sehr zu meiner Freude habe ich festgestellt, dass die Goethe-Uni im Vergleich zu vielen anderen schon sehr, sehr professionell unterwegs ist. Das liegt auch an den Einflüssen der Umwandlung in eine Stiftungsuniversität. Man hat dort sehr früh angefangen, zum Beispiel doppelte Buchführung, HGB-Bilanzierung einzunehmen und einen anderen Spirit auch da reinzuziehen. Es sind viele Mitarbeitende da, die Industrieerfahrung haben. Wir haben gerade im Personalbereich jetzt ein paar Entscheidungen gefällt. Und das hilft uns auch, so Themen wie Personalentwicklung mal richtig professionell angehen zu können. Universitäten neigen ja häufig doch dazu, auf Verwaltungsstellen, insbesondere in den Fachbereichen, aber zum Teil auch in der sogenannten Zentrale, einfach ihre eigenen Protektionskindchen zu beschäftigen. Da kommt jemand aus einem Studiengang Amerikanistik, super Studierender, will aber am Ort bleiben, will vielleicht nicht in die Wissenschaft gehen, dann schiebt man den auf so eine Verwaltungsstelle. Das ist so ein Impuls, den man als Prof eben hat. Das dient aber nicht immer der Professionalisierung von Verwaltung, weil da brauchen sie eben eine andere Art von Expertise. Also eben Frau Präsidentin, Recht. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben nur noch Zeit für eine Frage. Gut. Wie soll nach Ablauf Ihrer ersten Amtsperiode die Uni aussehen, die Goethe-Uni? Klar positioniert sein als forschungsstarke, lehrorientierte Bürgeruniversität. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.